Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Leute, zu einem neuen Part vom Minecraft-Projekt. Ja, um jetzt nicht groß rumzulabern, suche ich mal, was wir machen wollten. Ja, den Zaubertisch wollte ich ja noch weitermachen. Das stimmt, das wollte ich. Die habe ich bis jetzt mal kurz verbessert, damit das schöner aussieht. Meine kann man doch machen. So. Dazu brauchte ich aber, glaube ich, noch ein bisschen Leder, genau. Um noch ein paar Bücher herzustellen. Denn, ja. Im Nether würde ich jetzt erstmal. Es erstmal beiseite legen. Ich meine, die Verzauberungen sind gut und so, aber wenn ich zum Beispiel eine Plünderung habe, ist es ganz gut, weil. Ja. Ach Gott, weil dann kann ich halt meins zu Ende machen. Und hab mehr Chance auf den Witherkopf. Ich weiß auch nicht, wie ich manchmal mal es mache. Es gibt solche und solche Tage, wo ich einfach mal Luck hab, dann kein Luck. Also. Ich verstehe es manchmal auch nicht. Ach, jetzt brauche ich ja 2 Hitzer. 12 Leder. Ah, ich habe glaube ich schon ein bisschen von meiner Kiste. Das ist genauso wie mit dem Essen oder mit dem Leder, dann da kann ich auch das duplizieren sozusagen. Es ist zwar nicht immer, aber wenn umso höher, also wenn ich jetzt Plünderung 3 oder so habe, wird es schon mehr. Also die Wahrscheinlichkeit ist bestimmt noch höher. Und deshalb, wenn ich gleich auf Level 30 wäre, wäre es ganz cool. Mein Gott, ey. So, und dazu brauche ich aber immer noch ein paar Kühe. Ein paar Bücherregale muss ich schon noch machen, bauen. Ja, Lama. Warte mal, es gibt da eigentlich auch Leder, aber das ist ein kleiner. Ah, ne, doch nicht. Ne. Ich weiß gar nicht, was die droppen. Ich dachte eigentlich auch Leder. Fällt mir nur jetzt gerade nicht ein. So, da haben wir noch was. Wenn ich das möglichst schnell fertig kriege, Lapis habe ich ja bestimmt da. Das ist ja jetzt so, dass man mit Lapis zaubern muss. Was eigentlich ja ganz okay ist, weil man muss jetzt nicht mehr das Level 30 zaubern nehmen. Das also muss man doch, aber damals war es so, wo man ohne Lapis gezaubert hat, war das so, dass man dann sein Level verloren hat. Also man hat eine Verzauberung Level 30 gemacht und hat dann 30 XP dafür genommen. Das ist nicht mehr so. Man nimmt sondern jetzt immer 3 und das finde ich so geil. Also die Veränderung ist schon ganz cool, man muss nur mit der ein bisschen klarkommen. Das ist bei mir immer so, wenn ein Update irgendwas kommt und da ist jetzt was neu, jetzt beispielsweise bei Minecraft immer, dann musst du erst reinkommen mit den neuen Features und so. Wenn, wie gesagt, wenn man überlegt, damals war es schon allein gut genug, was es alles gab. Die ganz normalste Version, die es bei Minecraft gab, aber die erweitern das System ja noch, also die Updates. Ich meine, die Welten kann man jetzt größer machen. Das ist, es gibt eine Villa, es gibt sogar bald den Unterwassertempel. Ah ne, den Wassertempel gibt's, aber eine Wasserwelt, wo dann noch Schildkröten und sowas kommen sollten und so. Also sozusagen wird die Wasserwelt erweitert ein bisschen. Also soll noch ein bisschen was kommen, sage ich mal. Aber ich bin jedenfalls gespannt darauf. Also wir haben Villa, wir haben so vieles bekommen. Damit muss man noch erstmal klarkommen. Das wollte ich nur damit sagen. Hey. Nein. Oh Gott. Deshalb. Also ich meine, da könnte man sich nicht beschweren. Ich meine, man tut ja immer sein Bestes. Und ich denke mal, dass sich Minecraft bestimmt für die Konsolen auch ganz gut verkauft hat. Mit Sicherheit. Genaue Zahlen habe ich jetzt nicht, aber bestimmt genauso gut wie beim PC. Vielleicht ein bisschen wenig, aber. Ich schätze es einfach nur. Und ich denke mal schon, also ich meine, allein schon der Battle Mode oder so, den wir ja auch haben,
Ich glaube, das ist für manchen schon ein Grund, das Spiel zu holen, also. Das ist schon was. Was Schönes. So, darf ich jetzt noch ein paar Kühe finden? 17 Liter. Warum? Warum muss das dann sein? Immer dann, wenn man Aufnahmen macht, muss irgendein Sound kommen. Von irgendeinem Handy, wenn jetzt irgendwas ist. Bestimmt wieder Twitter. Twitter ist es bestimmt. Ich meine, ich bin ja heute. Hab ja heute frei sozusagen. Also. Das habe ich an, nur für den Fall. Falls noch irgendwas kommt, was ich jetzt nicht denke. Und ich bin nächste Woche im Urlaub auch, also. Das ist mega cool. Ja, was da alles so kommt, muss ich schauen. Also, oder wie ich das plane, ob ich jetzt wirklich jeden Tag mache oder nur mehrere, müssen wir warten. Also, ich könnte zwei Videos oder so am Tag machen oder so. Könnte ich so oder so auch, aber manchmal denke ich mir, ein Video reicht da erste Mal. Das bei mir so oder so noch ein bisschen, naja, da ich noch sehr klein mit Community bin, sage ich mal, brauche ich das noch nicht unbedingt. Also zwei Videos ist meistens immer so okay, aber so ein Video müsste ja auch reichen. Aber beispielsweise bin ich ja teilweise auch Gamer und ja, momentan habe ich zwar nur Minecraft als, sage ich jetzt mal, als Let's Play, aber ich habe noch ein paar Spiele, in denen ich das auch alles noch umwandeln könnte oder einfach nur Gameplay, was weiß ich. Also da gibt es immer Möglichkeiten für irgendeinen Gamer. Hey. So wollte ich das formulieren. Nicht. Oh, jetzt habe ich die Kohle aufgesammelt, nicht wahr? Ich will mich nur hochbauen. Und ja, so viel dazu. Also da muss ich selbst erstmal schauen, aber ich denke mal, für euch wird's werdet ihr euch freuen. Ich meine, wie gesagt, das Einzige ist momentan halt Minecraft. Der Rest ist so, wollte ich und zum Teil vielleicht auch Zufall. Also beispielsweise, ja, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, wo Gegner uns einfach beleidigt haben. Also sowas finde ich immer am geilsten. Ich meine, Beleidigung kannst du heutzutage halt einfach nicht mehr ernst nehmen. Also wenn du stehst vor der Person. Aber so im Internet kannst du das irgendwie nicht so ernst nehmen, weil das ist, ja, es ist halt einfach wie so es ist. Es gibt eigentlich keine Erklärung dazu. Ich meine, was soll das eben bringen, wenn man beleidigt? Ich meine, man kann doch konstruktive Kritik schreiben. Also, so ist es ja nicht, aber es gibt halt immer solche und solche Leute, nicht wahr? Ach Gott. So. Gott, ey, ich mache hier immer diese ganzen Drehungen. Ich fühle mich gerade so richtig in so einem anderen Spiel. Ich fühle mich gerade so richtig in COD, ey. Aber gut, ich habe die Empfindlichkeit auch hochgestellt, also. Und wieder ein unnützigster Fakt, den keiner braucht. Oh, ich kann mein Diamantschwert wegwerfen. Cool, brauche ich auch nicht. Ich mein, Diaschwert ist aber nichts wert heute. Also, da werde ich jetzt noch ein paar herstellen. Ach Gott, erstmal in Sicherheit gehen. Bücher habe ich. Zuckerrohr habe ich nicht. Ne, Papier. Hab ich auch nicht. Ah, also musste ich auch auf Zuckerrohr warten. Ah, okay. Ah, okay. Skelett, ihr müsst. Nee, ihr müsst nicht nerven. Ey, ich bin so richtig verschnupft, aber dabei bin ich es gar nicht. So ein bisschen erkältet bin ich bestimmt, aber ich merk's halt nicht. Ich merk's halt nicht, weil ich eh. Keine Ahnung. Das hört man bestimmt. Will ich ja jetzt nicht sagen. So. Ein bisschen Zuckerrohr. Zuckerrohr, dann brauche ich 12, 15, 18. Also zwei kann ich wieder platzieren. Dann kann ich wieder genug herstellen. Aber was ich noch sagen kann,
die zweite Hand, die wir haben, ist jetzt ja immer die ganzen Male bei mir mit der Karte. Ich denke mal, dass das bestimmt das Einzigste sein wird, was es geben wird. Also, ich meine, das ist ja schon viel, muss ich sagen. Ach Gott. Ich finde das ja schon ganz viel, was hier ist. Und ich meine, wenn jetzt meinetwegen noch mit der linken Hand schlagen oder so ist, dann muss der irgendwie mit der Tasten, also mit den Tasten irgendwas ändern oder so. Und ich denke mal nicht, dass das kommt. Also, ich denke mal so, dass mit der Karte halten wird, werden wir bestimmt behalten. Ich meine, ich bin froh darüber, weil jetzt habe ich die Karte auch immer im Blick und nicht so in der Hand davor mit der mit beiden Händen, weil so hast du halt keinen Überblick, wenn du jetzt in der Höhle bist oder guckst gerade auf den Koordinaten und dann wirst du meinetwegen von hinten von so einem Skelett oder Zombie angegriffen und stirbst dann deswegen. Ja, ja, ich hatte solche Momente schon. Genau deswegen. Ich habe kein Holz, doch habe ich. Ha, aber bestimmt nicht genug. Bestimmt nicht genug. So. So, ich werde erstmal das platzieren. Gott. Ah, kein Holz mehr. Cool, wieder zwei. Ach Gott. Das reicht aber immer noch nicht. Ich glaube, ich muss eine ganze Reihe bauen. Bis wohin können wir? Bis Level 11. Aber ein Schärfe 2 Schwert, das finde ich Schwert auch ganz gut. Aber ich will es ehrlich gesagt nicht riskieren jetzt. Mein schönes Tierschwert. Ich meine, ich könnte mit dem Armboss. Ja, komm. Mit dem Armboss kann ich das dann noch verbessern. Ich meine, ich habe genug Dings da. Dings. Toller Name dafür. Übrigens, ich habe genug Eisen da. Das wollte ich sagen. Oder gibt es auf einer Spitzhacke was Schönes? Ja, wir sind zwei. Na, ich hätte jetzt gesagt, wenn Unendlichkeit drauf gewesen wäre, hätte ich das genommen. Ja, nehme ich Schärfe 2. So, dann begrüßt das neue Diamantschwert. Auch trotzdem bei 3 Hits, was? Muss der erst echt. Ja, so. Ah, toll. Perfekt. Oh, Enderman. Was soll ich riskieren? Ich meine, ich bin auf normal. Wir haben auch sehr viele Mobs hier. Alter, trotzdem mit 3 Hits, what? Hm, tolle Verbesserung jedenfalls. Aua! Alter, übertreib doch gleich nicht, bitte. Enderperle! Das ist meine! Pisst euch jetzt. Ha. Ah, man hört trotzdem die Schreie von dem halt noch. Nein, Creep! Oh. Hey, Creeper sind doch auch manchmal so richtig assi. Müssen wir immer alles verderben hier. Können nicht mal nett sein. Schön wäre es, wenn die nett wären, aber dann würden wir die auch nicht mehr als Gegner sehen, sondern mehr züchten. Wie witzig wäre das eigentlich? Obwohl, es gibt bestimmt auch Mods dafür, aber okay. Ich meine, wir leben nicht auf dem PC, ich bin PS4. Also findet man sich damit ab. Oder auch nicht. Aber es sollen ja noch Mods für die Konsole kommen. Da freue ich mich auch schon. Also eigentlich waren sie ja schon letztes Jahr, aber scheinbar hat sich das doch noch verschoben. Kann ich verstehen, weil das bestimmt Heidenarbeit ist. Wir werden es einfach sehen. Ich meine, man muss auch jetzt nicht zu voreilig sein. Denn am Ende kommen dann wieder haufenweise Bugs raus und dann haben wir wieder die Arschkarte. Und das meine ich gerade echt wortwörtlich, weil dann muss wieder einiges gefixt werden, so klar. Und ich denke mal, wir haben zwar heute nicht viel gemacht, aber ich kann bestimmt beim nächsten Mal noch ein bisschen was holen. Ich meine, ich bin ja ein Feuerzeug, alles klar. Kreativmodus geht das, glaube ich, sogar, dass ich ein Feuerzeug verzaubern kann. Oder mit einem Armboss sogar. Richtig weird das. Aber in Survival geht's nicht. Okay, Leute, dann sage ich mal, wenn es euch gefallen hat, lasst immer eine Bewertung da. Und ja, soll ich vielleicht nächstes Mal doch nochmal in den Nether gehen oder so?
Schreibt einfach mal rein. Einfach nur mal, oder soll ich lieber erstmal doch den Zaubertisch weitermachen und erstmal auf die Verzauberung gehen. Weil ich meine Eisenrüstung und so muss ich ja auch noch verzaubern. Und Diamanten habe ich ja so weiter noch nicht gefunden. Also schreibt das ganz gerne rein und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Muss ja auch ehrlich sein, wir haben zwar nichts Besonderes geschafft, aber wenigstens was, nicht wahr? Nicht wahr? Kann ich mal reden. Okay, dann bis zum nächsten Mal.